Mein Name ist David Behre. Ich bin 32 Jahre alt. Vor 12 Jahren veränderte ein dramatischer Unfall mein Leben. Ich habe nur einen lauten Schlag oder Knall im Kopf. Das war der Moment, als ich auf den Zug getroffen bin. Und ich bin danach mit dem Hubschrauber nach Duisburg in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik geflogen worden, lange notoperiert worden und erstmal ins künstliche Koma versetzt. Natürlich habe ich bei dem Unfall viel, viel Blut verloren. Und ich habe bei der OP auch Blutkonserven bekommen. Also wir sind hier im BG-Klinikum Duisburg. Wir sind ein überregionales Traumazentrum. Das bedeutet, wir sind spezialisiert für die Versorgung schwerstverletzter Patienten, polytraumatisierter Patienten. Wir sind ein Standort für den Luftrettungsstützpunkt hier in Duisburg. Der Hubschrauber ist hier stationiert und wir versorgen im Jahr zuletzt 280 schwerverletzte Traumapatienten in Urlaubszeiten, in Ferienzeiten, besonders in den Sommermonaten merken wir ganz deutlich, dass die Möglichkeit, ausreichend Blutkonserven vorzuhalten für die Traumapatienten, immer kritischer und immer enger wird. Besonderer Schwerpunkt liegt auch da wieder bei der Blutgruppe 0 negativ, weil sie für uns als Traumaversorger so wichtig ist, und merken in den Sommermonaten, dass wir sehr häufig nur noch eine geringe Anzahl dieser universal Blutgruppe zur Verfügung haben. Aus diesem Grund planen wir hier einen Blutspendetermin hier im eigenen Haus. Der wird im März stattfinden, um auch die Bevölkerung aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass regelmäßig Blut zur Verfügung steht. Liebe Leute, in Deutschland verunfallen jeden Tag so viele Menschen. Bitte spendet Blut, damit die Krankenhäuser genug Reserven haben. Vielen Dank.